Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie zu unserem nächsten Novatalk begrüßen und heute habe ich als Unterstützung meinen lieben Kollegen Jörg Scheibner dabei. Hallo zusammen. Hallo Jörg. Ja, und heute möchten wir Ihnen gerne besondere Funktionen oder besondere Leistungen der Heizkörperauslegung zeigen. Und Jörg, dürfen wir verraten, dass es der zweite Durchlauf ist? Na, ich glaube, das sollten wir, weil sonst würden wir es ja nie so schnell schaffen, wenn wir das nicht in zwei Anläufen machen würden, ne? Ja, im ersten Anlauf ist es uns eher zu so einem Tutorial geraten. Ja, aber da kann man jetzt gut darauf hinweisen, ne? Ja, das ist schön. Und natürlich ein Tutorial zur Heizkörperauslegung haben wir unter unseren Tutorials. Und hier möchten wir jetzt so ein bisschen die Besonderheiten beleuchten. Ich habe ein kleines Projekt vorbereitet und Basis für unsere Heizkörperauslegung soll diese kleine Zeichnung sein. Ja, was sind die Besonderheiten von der zeichnerischen Seite her? Ja, also an den Fenstern haben wir natürlich Einstellmöglichkeiten, weil wir darüber natürlich die Heizkörper schön bestimmen können. Ich Ich denke glaube. mir, was wichtig ist, ist die maximale Rohbauhöhe, weil oftmals das mit der Brüstungshöhe verwendet wird und man ändert die Brüstungshöhe und die Bauhöhe der Heizkörper verändert sich nicht, aber das ist bewusst so, weil wir haben ja auch Fußboden hohe Fenster, nee, tiefe Fenster, die bis zum Fußboden gehen und wollen davor gegebenenfalls auch einen Heizkörper und das können wir damit machen. Also entscheidender Faktor ist hier die maximale Heizkörperbauhöhe. Und was man sich, glaube ich, im Laufe eines Projektes auch eventuell zurückstellen muss, wenn mal ein Heizkörper aus der Heizkörperauslegung platziert wurde, nehmen wir diesen Haken Heizkörper vorsehen raus und den muss ich mir dann setzen, wenn ich die Heizkörper lösche und nochmal neu auslegen will. Genau, das passiert immer wieder, dass man da einfach ein bisschen aufpassen muss. So. Hier haben wir noch einen normal eingezeichneten Heizkörper. Was wird bei dem berücksichtigt für die Heizkörperauslegung? Ja, da hat man uns ja auf die Montagehöhe geeinigt, weil da ist diese einzutragen, die kann man nicht am Fenster eintragen. Das heißt also, wenn man jetzt einen Heizkörper über die Heizkörperauslegung und der Fenster definiert hat, muss man dies nachträglich ändern. Oder man platziert sie frei und hat dort die Montagehöhe. Und dann für den wiederum wird als Nischengröße werden dann eben hier diese maximalen Längen, Höhen, Tiefen herangezogen. Genau. Jo, ich glaube, das war schon das Wichtigste zu CAD und dann gehe ich mal in die Heizkörperauslegung. Und hier haben wir zwei Heizkörperprofile angelegt. Typischer Fall, normaler Heizkörper Genau. und ein Badheizkörper an der Stelle. Bei dem Badheizkörper kann man vielleicht zeigen, in dem Fall hier bei 10er gibt es hier auch verchromte Tabellen oder Tabellen für verchromte Heizkörper. Und da ist halt bedeutend, durch diese Verchromung ist die Wärmeabgabe eine andere. Und bei manchen Herstellern muss ich das eben unter der Oberfläche einstellen. Das wäre eben wichtig, dass man die Oberfläche entsprechend einstellt. Was auch viele Und vergessen, ist der Typ, ne? ja, das wäre jetzt hier zum Beispiel bei dem Buderus-Heizkörper, Genau. dass ich dann hier wirklich hart den Typ einstelle, wenn ich das möchte. Wenn ich nur 21er haben möchte, architektonisch vorgegeben oder sonst wie, kann ich hier eben den Typ wirklich auch fest tackern, festlegen. Oh, gut. Genau. So. Ja, sonst Was wäre kann es ich bei dem noch Profil. auf Projektebene festlegen? Ja, was wir natürlich haben, das ist, was immer wieder ist, das ist die Vorgaben der Vorlauf- und Rücklauftemperatur. Insbesondere die Rücklauftemperatur ist da interessant, weil wir die zwar berechnen, aber wir geben natürlich erstmal in die Auslegung grundsätzlich hinein mit der vorgegebenen Rücklauftemperatur. Ich glaube, ganz wichtig ist auch, diese Temperaturen werden nicht ans Rohrnetz übergeben. Also man muss als Anwender selber darauf achten, dass die Vorgabetemperaturen hier in der Heizkörperauslegung und später in der Rohrnetzberechnung identisch sind, sonst funktioniert es einfach nicht. Hat Und man ich ein Problem. glaube, Einbauminamaß vergeben wir noch ganz gerne. Ja, kann man natürlich auch auf Geschoss sonstige Ebene, aber man kann es natürlich auch grundsätzlich vorgeben. Könnte ich, weiß nicht, ich sag, mach mal einfach 200 Millimeter.
Ich habe so Werte gehört zwischen 200 und 300 Millimeter. Dann habe ich hier noch zwei Punkte, die mich interessieren. Das ist hier eben diese thermische Behaglichkeit. Gehen wir jetzt, glaube ich, nicht besonders drauf ein, ist in den Handbüchern beschrieben, aber hier einfach, die gibt es auch, wenn man die als Forderung hat. Das ist die Fallkälte unterhalb des Fensters, dass man die schön sauber abdeckt, dadurch, dass man den Heizkörper groß genug wählt, unter anderem, und an die richtige Stelle positioniert. Und ich habe dieses Rücklauftemperatur-Fixsetzen. Ja, ganz wichtig. Die Nova legt natürlich die Heizkörper aus, und auslegen kann man nur, indem man den Massenstrom erhöht oder verringert. Zusätzlich zu den Größen hat man natürlich hier die Probleme, dass wir bei einer geringeren Massenstrom wir hinterher auch eine geringere Rücklauftemperatur haben, ist natürlich ganz wichtig. Wenn man natürlich auf eine fixe 55 Grad besteht in seiner Auslegung, kann man diese auch hier fixieren. Dann würde ich aber eine Überlast am Heizkörper erzeugen, oder? Jawohl, Ja. ist genau der Folge davon. Jawohl. Ich glaube, wir sehen es gleich auch nochmal, weil wir jetzt mal an den einzelnen Raum herangehen. Aber bevor. Importieren. Genau. Das ist auch, glaube ich, der häufigste Fehler, wenn man das erste Mal hier durch die Heizkörperauslegung läuft. Immer als ersten Schritt. Import der Fenster und der Heizkörper, die man platziert hat. Und jetzt gehe ich mal in die Räume rein. Und dann sehe ich auch direkt, das ist jetzt im Grunde aus dieser Nische entstanden. Und da habe ich auch das Profil schon vergeben, das ist schon festgelegt. Raus Das heißt, hier. wir haben hier den Boderus drin, und haben dann aufgrund unserer Vorgaben, wie du schön zeigst, diesen Ja. Q-Max-Filter. War jetzt Zufall von dir, aber ich finde, da können wir direkt mal mit anfangen, dass man einfach sehen kann, aufgrund meiner Vorgaben der maximalen Länge, Breite, Höhe, die wir haben, und der Vorlauftemperatur, können wir mit diesem Filter insgesamt 5000, ich kann es jetzt nicht lesen, 5779 Watt auslegen. Das heißt, ein Heizkörper hätte man dafür da. Würden wir also auf jeden Fall jetzt schon mit hinkommen. Ja, okay, wir haben ja nur 1200 Watt vorgegeben. Wenn ich jetzt also hier von der maximalen Länge würde das Einbaumindermaß noch abgezogen. Ich glaube, so einen langen Heizkörper in der Produktlinie gibt es gar nicht. Aber jetzt im Grunde kann ich jetzt einfach zack, Draufnehmen. Heizkörper auslegen. Genau. Jetzt nimmt er sich die Sollleistung, versucht er natürlich komplett abzudecken, was er hier auch locker kann. Genau. Und man sieht hier schon schön, dass er hier einen möglichst kleinen Heizkörper auswählt. 3000 ist die maximale Länge in dieser Produktlinie, deshalb kann er nicht größer. Genau. Und er hat dann hier nur 300er Höhe, ne? Er geht immer, die Vorgehensweise ist immer Länge, Breite, nee, Länge, Höhe, Tiefe. Jawohl, genau in dieser Reihenfolge, und dann natürlich anschließend den Massenstrom oder die Rücklauftemperatur. Das heißt, jetzt habe ich hier diese 300er Höhe. Jetzt kann es ja sein, das ist hier ein normales Fenster, dass ich sage, egal, ich möchte den Heizkörper größer stellen. Wie gehe ich? War früher auch ganz interessant bei den Gliederheizkörpern. Da wollte man natürlich nicht tausenderlei verschiedene Höhen an Gliedern haben, sondern man wollte die gleich haben. Wir haben die Möglichkeit, ja, Heizkörperhöhe maximal anzugeben. Und zwar gibt es, wenn du oben unter den Heizkörpervorgaben hast, hast du natürlich die Fixierung der Höhe. Jetzt fixiert ja natürlich nicht die 900, die wir bei einem ausgelegten Heizkörper, der in der Berechnung ausgelegt würden, sondern wir fixieren den Wert, den H-Max, der an unserem Heizkörper dran steht. Das sind hier in dem Fall die 700, ne? Sehe ich das? Ah ja, schön, das sehe ich auch hier nochmal. Maxhöhe 700. Genau. H-Fix hat er sich von da oben geerbt. Genau. Und wenn wir den jetzt neu auslegen, das können wir entweder oben machen, wir können es auch unten machen, es ist gar egal, wo du es haben willst, du kannst auch die einzelnen Heizkörper auslegen über automatische Auslegung. Dann hast du den Heizkörper an den angepasst, wie man es schön sehen kann. Jetzt hat er hier die Länge hat er entsprechend reduziert, weil ja die durch die fixe Höhe. Höhe. Und ich könnte jetzt natürlich den zweiten Schritt machen, was glaube ich auch viele Kunden machen, die sagen, hör mal, ich möchte trotzdem die Breite von dem Fenster mit dem Heizkörper ausfüllen, auch Sieht wegen einfach netter aus. Kaltluft-Einfall und so weiter. Und jetzt würde ich natürlich, das sieht man glaube ich ganz schön,
Maximale Länge, maximale Höhe. Und was passiert jetzt hier mit Massenstrom und Temperatur? Jetzt wird natürlich der Heizkörper so weit reduziert, dass die Sollleistung runtergefahren werden kann. Das heißt, wir haben einen wesentlich geringeren Massenstrom und dementsprechend, weil das langsamer durchläuft, sinkt auch unsere Rücklauftemperatur. Da muss man wirklich nochmal beachten, der Massenstrom wird runter reduziert. Dadurch ist im Verhältnis der Heizkörper viel zu groß. Die Wassermenge läuft sehr langsam durch und dementsprechend stark ist die Abkühlung. Genau. Und ich habe hier eine sehr geringe Rücklauftemperatur bzw. eine entsprechend große Spreizung. Und ich kenne das selber aus meiner Praxiserfahrung, dass wir wie die Deppen vor einer Rohrnetzberechnung gestanden haben und hatten gesehen, dass für verhältnismäßig große Heizkörper ein sehr dünnes Röhrchen montiert wurde. Weil es Und einfach das schön nach war oben genau dieser durchläuft. Effekt, ne? Der Genau. Heizkörper war überdimensioniert, entsprechend geringer Massenstrom und dann auch entsprechend geringer Querschnitt in der Zuleitung, was man natürlich, wenn man will, wieder hochsetzen kann. Aber so ist die Auslegung wirklich richtig, dass die Normheizlast sauber abgedeckt ist. Ist natürlich auch wichtig, wenn man jetzt den Heizkörper manuell nachrechnet, dass man natürlich mit der richtigen Rücklauftemperatur nicht mit den oben eingestellten 55 Grad nehmen würde. Ja, Wenn oder wir uns jetzt die. natürlich vorstellen, dass wir den fix setzen würden auf die 45 Grad, könnten wir uns natürlich an der Stelle auch vorstellen, dass der Heizkörper so circa 2405 Watt hätte. Ich mache es. Warte mal, hier hatten wir die Rücklauftemperatur, setze ich fix. Fix, genau, an der Stelle. Und Ja, da kann man es direkt schon sehen. jetzt ist ja einfach dieser Heizkörper, also die Leistung hier im Raum ist praktisch verdoppelt worden, ne? Genau, jetzt hat der viel, viel mehr Leistung, die er eben abgeben kann. Dann wird er einfach hochgezogen. Nehme ich mal wieder raus. Meiner Ansicht nach fachlich nicht richtig, weil dieses Überheizen des Raums ist ja nicht zulässig. Das würde theoretisch das Thermostatventil wieder runterdrosseln, aber dann sind auch wieder die Regelungstoleranzen nicht eingehalten. So, ich glaube, mit dem sind wir durch, oder? Ja, ich würde auch sagen. Also es sieht eigentlich ganz gut aus. Da kann man jetzt auf jeden Fall mitarbeiten. So, jetzt habe ich hier den nächsten Raum. Auch da haben wir noch das, ist noch der normale Buderus-Heizkörper. Ich lege den mal aus. Und hier kann man natürlich direkt Und sehen. Tiefe. ja, genau. Jetzt habe ich hier natürlich, jetzt hat er hier die Länge. Ich habe dieses Einbaumindermaß, hat er mir jetzt 800. auf 800 mm reduziert. Das war dieses kleine Fenster, genau. Ich habe hier die Tiefe. Typ 33. Und ja, bin jetzt habe jetzt noch die Leistung geschafft. Ich könnte erreichen 1500, ist auch nicht so viel. Genau. Und jetzt könnte ich mal hier die maximale Tiefe, ich glaube, wenn ich 70 eingebe, Heizkörper auslegen. Ja, kann er mir keinen Heizkörper auslegen. Ich mach mal 200 hat Tiefe. Ja, dann würde er anfangen, hier einen Heizkörper auszulegen. Und wenn er dann das nicht schafft mit diesem einen Heizkörper, dann fängt er an, mir hier einen zweiten Heizkörper reinzusetzen. Genau. Das heißt, ich würde jetzt hier erkennen können, im Rahmen meiner Vorgaben, das kann er gar nicht. Und er fängt jetzt an, eine zweite Nische. Also wenn er wirklich mit der einen Nische nicht zurechtkommt, macht er mir eine Nimmt er die zweite zweite Nische rein. automatisch rein, genau. Kann man erkennen, dass vorne jetzt der Heizkörper den kleinen Haken, ich bin nicht mit der Zeichnung verbunden, hat, nicht hat. Genau, Also ist hier manuelles Platzieren danach. wäre dann die Genau. Folge. Jetzt nehme ich hier mal wieder die Länge raus, Heizkörper auslegen. Okay, die nimmt aber nicht zurück, ne? Das heißt, ich Nein, müsste den muss jetzt manuell hier löschen. manuell Genau. rauslöschen, jawohl. Und dann würde er den jetzt wieder auslegen. Genau. Ja.
Was man noch aufpassen muss, ist natürlich, wenn ich jetzt einen Heizkörper, der aus der Zeichnung kommt, fällt mir gerade so nebenbei ein, wenn ich Ja. den jetzt natürlich hier in der Berechnung lösche und einfach neu auslege, hat dieser neu ausgelegte Heizkörper keine Verbindung zur Zeichnung. Also das heißt, sobald man hier einen Heizkörper löscht und den wieder aus der Zeichnung haben will, bitte einmal neu importieren. Das heißt, ich hätte jetzt hier meinen 1500 Watt, Quatsch, Ein Heizkörper. mein manuell eingetragenen Heizkörper 1500 lang, der kam ja. Ich erkenne auch eigentlich ganz gut, okay, der hat hier 1500, der hat hiermit nichts zu tun. Genau. Jetzt lösche ich den Heizkörper und wenn ich hier auslegen würde, dann würde hier ein nicht mit der CAD verbundener Heizkörper ausgelegt. Genau. Den würde ich ja auch noch in die CAD kriegen, aber der in der CAD drin ist, der wäre dann nicht ausgelegt. Genau, ja, es ist natürlich bei einem einzelnen Heizkörper ist das nicht ganz so wild, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man das projektweise macht, dann hat man natürlich schon ein kleines Problem. Das heißt, ich würde jetzt hier nochmal importieren und dann würde ich den Dann neu Heizkörper auslegen. hier reinkriegen und könnte den wieder auslegen. Er hat den Genau. jetzt schon im ausgelegten Zustand wiederum importiert, weil er ja schon mal ausgelegt war. Richtig. Aber selbst wenn sich jetzt hier die Last irgendwie in der Heizlastberechnung ändert, würde er den wieder neu auslegen mit der neuen Last. Jo, das wäre ja auch Und das ist der okay. Vorteil, wenn man den natürlich die Last nicht von Hand eingeben würde. Das heißt, wenn ich die jetzt von Hand überschrieben hätte, dann müsste man das jedes Mal wieder von Hand ändern. Also das heißt, so ist es natürlich sinnig, wenn man das die Nova selber machen lässt. Ja, das kann ich ja vielleicht auch mal zeigen. Ich glaube, was die Kunden häufiger haben, ist, dass sie hier ich mache das mal vielleicht, zwei unterschiedlich große Heizkörper haben. Und hier würde die Nova von sich aus schon immer in Abhängigkeit von diesen Abmessungen hier, würde sie entsprechend die Leistung aufteilen. Also wird nicht einfach 50-50 aufgeteilt, sondern er teilt tatsächlich schon entsprechend der Abmessung hier auf. Da muss ich eigentlich nicht eingreifen. Genau, das ist vor allen Dingen, wenn die aus der Zeichnung kommen, ist es dann sehr gut. Kleines Fenster, großes Fenster unter beiden Heizkörper wird es automatisch angepasst. Ja, genau. So, den lege ich wieder richtig aus. Ja, jetzt bin ich hier im Badezimmer. Ich habe vergessen, mir einen Heizkörper anzulegen. Ist ja auch noch. Ich würde jetzt erstmal das Profil ändern, ne? Ja, genau. Hast du hier oben einfach die Möglichkeiten. Das ist das super von dem Profil, dass man es einfach wirklich einstellen kann. Man muss nicht immer suchen über interaktive Auslegung, sondern man kann es einfach verwenden. Und dann lasse ich, ja, beim Heizkörper könnte ich jetzt noch sagen, gut, Heizkörperhöhe könnte ja hier was ruhig höher sein. Ich mache mal 1800 oder sowas und dann lasse ich jetzt einen Heizkörper auslegen. Und ich glaube, auch ein häufiges Problem, ich habe jetzt hier mein Badezimmer und aufgrund der Leistung würde er versuchen, zwei Heizkörper auszulegen. Und dann könnte ich halt hier noch sagen, ein Teil dieser Leistung möchte ich über die Fußbodenheizung nachher Decken. abdecken. Genau. Oder umgekehrt, dass man die Fußbodenheizung schon ausgelegt hat und dann kann man es in der Fußbodenheizung natürlich auch sagen, Aha. okay, so und so viel schaffe ich, also kann ich den Rest über den Heizkörper und dann kann man direkt schon mit einer geringeren Anzahl ein. Ist aber ganz wichtig, ich sehe das gerade, ich muss Ja, hier muss beides eingeben. 50%, ne, für die Heizkörper, 50% für die Flächen. Heizung und trotzdem, ich zeige das nochmal. Ich drücke hier auf die Heizkörperauslegung und dann sehe ich, dass er eben nicht die Anzahl korrigiert. Da müsste ich hier auf dieses Heizkörperanzahl bestimmen. Nein, das Nee, macht man achso. vorher, bevor man sie auslegt. Das Heizkörper würdest du löschen. machen, wenn du, genau, einfach löschen und neu auslegen Achso, oder den dann, manuellen. ja, Ja. dann wird er anlegen. Ist ein Heizkörper braucht. Er Genau. kommt mit einem aus und dann lege ich den aus. Ja, wunderbar. Ja, haben wir was in der Auslegung selber vergessen, was Nein. wichtig ist? Ich denke, im Moment nicht. Ich denke, die interaktive Auslegung haben wir im Tutorial beschrieben. Das sind einfach die Feinheiten, die man dann im Einzelnen machen kann, wenn Jetzt alle Stricke automatisch gucke reißen. ich mal kurz. Ja. Ja, jetzt habe ich hier die Zeichnung. Noch sind die Heizkörper nicht drin und ich suche das immer. Übertragen. Ach, Genau, diesen. Ergebnis.
Ganz ehrlich, ich finde Ich würde dieses. auch sagen, Heizkörper übertragen. Ja, wir hatten mal den gleichen Gedanken, ne? Dieses Ja. Ergebnis übertragen ist immer so ein bisschen Verwirrung. Also ich glaube, das könnten wir wirklich mal als Wunsch aufnehmen, dass wir hier Heizflächen übertragen. Ja, ich lasse einzeichnen, sehe jetzt, dass hier mein Heizkörper eingetragen ist, auch hier entsprechend in der richtigen Abmessung. Und den Badezimmer-Heizkörper gab es nicht. Den kann man nicht übertragen, den musst du Sonst jetzt schon gut, manuell ne? schön platzieren. Das heißt, ich würde hier rechte Maustaste zoomen. Nein. Ach so, zoomen, damit du den Raum Genau, hast. ne? Genau, ist klar. Und dann gehe Und ich jetzt kannst du unten auf dem unten Heizkörper. platzieren. Und dann. Ich glaube, der würde das Zoomen sogar machen, wenn du den aufgerufen hast. Jetzt Also hast du. Nova ist an der Stelle auch so, dass wir, Das sagst du doch nur so. Warte das mal. sage ich nur so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Und verhindert die Nova, dass Badezimmer. du es woanders rein platzierst. Das wollen wir platzieren. Ja, Nee, macht's nicht. zoomt den Raum nicht, aber jetzt versuche ich das. Zack. Und jetzt sagt er dir, er kann den nicht da rein platzieren, weil das ist nicht das Badezimmer. Ja, Ja, das genau macht so. aber noch gut, ne? Dass er da sagt, hier mal, den kannst du da Genau. nicht reinsetzen. Und jetzt habe ich ihn hier im Badezimmer. Also ich kenne es halt auch wirklich von der Vorgehensweise ja so, rechte Maustaste zoom, dann springt er mir hin. Habe ich auch nochmal eine visuelle Kontrolle. Pff, ist es wirklich der Raum? Und dann kann ich hier über rechte Maustaste. Jetzt ist der tatsächlich verbunden. Ich guck mal Jetzt kurz. Ja, ist der hat hier global. wieder sein komisches schwarzes Dreieck und ist tatsächlich global, ne? Ja, wunderbar. Jetzt könnte ja noch passieren, ich will im Nachhinein ändern. Das wäre das Letzte, was mir noch einfällt. Und ich glaube, solange ich. Also ich habe jetzt hier. Ich nehme jetzt mal die. Heizkörperhöhe maximal, nehme ich das fix Ja. mal raus. Wird es wieder der 300er Jetzt wird Heizkörper? es der 300er und ich gucke Das mal. Ich meine, er wirst du in der Zeichnung passt. nicht unbedingt sehen, weil du hast die Bezeichnung nicht an. Ja, guck mal hier. Aber hier hat Ja, das. okay, ich Jawohl. kann ja nochmal die Bezeichnung, aber tatsächlich, so, er Schriften. Zack. beschriftet. Zack, Jetzt hat er er es sogar drin sofort stehen. ändert der die, ne? Die sind jetzt wirklich auch über diesen grauen Rahmen, der ja nicht ausgedruckt wird. Genau. Erkenne ich ja, die sind wirklich miteinander hinterlegt, ne? Fest Es würde ineinander auch, wenn du verbunden. jetzt, sagen wir mal, in der Zeichnung jetzt angehst und nachkontrollieren musst oder nacharbeiten musst durch die interaktive Auslegung, was ja auch passieren kann, weil man da eventuell die Größe stehen hat, das würde dann auch zurück in die Berechnung übertragen werden, damit man dann im Massenauszug in der Berechnung auch die richtigen Ergebnisse Jetzt rausbekommt. vielleicht noch der letzte, den ich ja noch wichtig finde. Ich mache den jetzt mal und du darfst dann nachher sagen, ob das gut war oder nicht. Ich weiß, dass es die Situation gibt. Man kriegt komplett andere Heizkörpervorgaben. Man hat sich irgendwie mit seinen Heizkörpern verlaufen, was auch immer. Ich würde hergehen, alle Heizkörper löschen. Er schmeißt sie alle raus. Dann würde ich in die entsprechende Zeichnung gehen, hier mir die Heizkörper alle markieren, würde die löschen, würde die Fenster wieder auf Heizkörper vorsehen klicken. Also das ist selbst beim großen Projekt habe ich das in 10 Minuten, Viertelstunde gemacht. Neu importieren und dann habe ich Und wir eigentlich wieder beginnen ein bei Null. ich beginne bei Null, ne? Habe dann wirklich wieder ein Ja, komplett genau. frisches, ne? Das wäre noch dieses, es hat sich echt alles geändert am Projekt Ja. und ich will noch einmal neu durchstarten, ne? Typische Alle. Vorgehensweise könnte es ja auch sein, wenn du ein Gebäude hast, wo du nicht an jedem Heiz an jedem Fenster einen Heizkörper bekommst und hast das schlicht und ergreifend vergessen. Ja. Ja, Dann aber ich hast du kann auf einmal fünf wirklich. Heizkörper in einem Raum, die du nicht willst. Ja. Aber ich kann tatsächlich in einem Rutsch durch alle Heizkörper löschen, die Heizkörper in der CAD löschen, die Fenster zurückstellen und dann bin ich wieder Status quo und kann neu loslegen. Genau. Ja, ist vielleicht auch noch wichtig. Dann wieder fröhlich Heizkörper aus. Also ich finde es wirklich, geht zügig, ne? Also kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ja, ich denke auch, dass man einfach sehr viele Sachen vorgeben kann. Man muss wahrscheinlich am Anfang ein bisschen aufpassen, dass man sich die Vorgaben dementsprechend macht, was man wirklich haben will, was man muss. Und dann denke ich mir, hat man es auch sicher, dass man es immer wieder hinbekommt im Nachgang. Ja, wunderbar. Ich glaube, haben wir die wichtigsten Punkte gezeigt. Ja, würde ich auch so sehen. Vielen Dank, Jörg. Ja, klar. Tschüss.